Die EKHN und die Stadt Frankfurt haben dem ehemaligen japanischen Regierungschef Naoto Kan den Umweltpreis für Courage beim Atomausstieg verliehen. Der mit 10.000 Euro dotierte Preis kommt von den Ökostromanbietern Elektrizitätswerke Schönau. Mit dabei war auch Grünpolitiker Jürgen Trittin. Für ihn ist der Preis ein globales Zeichen. Ich glaube, das macht klar, dass die Frage des Ausstiegs aus der Atomenergie und des Einstiegs in erneuerbare Energien heute schon lange keine deutsche Frage ist. Dafür zu sorgen, dass das auch schneller geht, dafür spielen Persönlichkeiten wie Naoto Kan eine zentrale Rolle. Kan hatte sein Amt nach der Katastrophe von Fukushima niedergelegt. Bedingungen dafür war unter anderem ein erneuerbare Energiengesetz. Für Kan ist jetzt klar, Atomenergie ist zu gefährlich. Saubere Energien seien die Zukunft. Deutschland hat nach Fukushima den Atomausstieg entschieden. Das ist sehr wichtig für Japan. Wir möchten den Atomausstieg auch. Gleichzeitig haben wir auch alternative Energien, Wasserhäuser, Windenergien, Solarenergie. Frankfurt hat sehr viel in diesem Bereich. Daher weiß ich es zu schätzen, hier zu sein. Die EKHN zeigt mit dem Umweltpreis, auch beim Thema Atomausstieg kann Kirche Menschen zusammenbringen. Viele Religionen haben auch gleiche Meinungen, sodass wir uns gegenseitig unterstützen sollten. Es ist schön, mit ihrer Organisation zusammenzuarbeiten und ich bin dankbar für den Preis. So unterstützt die Kirche unser Vorhaben. Das ist schön und ich freue mich auch über die Begegnung.